Das zypernische Frachtschiff Harun fuhr am 10. Oktober in den Wismarer Hafen ein. Zuvor kam Harun aus dem dänischen Hafen Skærbæk. In Wismar wird das Frachtschiff beladen. Harun besitzt eine Länge von stattlichen 110 Metern und eine Breite von 14 Metern. Gebaut wurde es im Jahre 2008 und ist somit 13 Jahre alt. Die Höchstgeschwindigkeit des Frachters liegt bei 11 Knoten. Das entspricht ca. 20 km die Stunde. Die Maximaltragfähigkeit des Schiffes beträgt 5.950 Tonnen. Das nächste Ziel der Harun ist Eemshaven in den Niederlanden.